Ja, servus zusammen. Hier zurück bei Neopolis in Tropico 6. Ich grüße euch bei unserer wunderbaren Brücke, meinem persönlichen Lieblingsgebäude hier aus der ganzen Stadt, mit Ausnahme vielleicht natürlich des Palastes von El Presidente. Und ja, ich habe ein bisschen über die Lage nachgedacht. Wir haben ja eine neue Staffel. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, eigentlich der große limitierende Faktor aktuell, warum wir unsere Einnahmen nicht weiter erhöhen können, warum alles nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, ist eigentlich, dass aktuell unsere Bevölkerung nicht so groß ist, wie wir es bräuchten. Wir haben sehr viele freie Arbeitsplätze und dementsprechend, glaube ich, sollten wir als nächstes ein Einwanderungsbüro bauen und dem mal ein bisschen Herr werden. Was mich allerdings irritiert, wir haben sehr viele leerstehende Wohnungen und obdachlose Familien. Ich verstehe nicht ganz, wieso eigentlich. Das müsste sich jetzt eigentlich mit der Zeit geben, dadurch, dass wir hier diese ganzen Apartments gebaut haben. Ich reiß mal prophylaktisch die ganzen Hütten ab. Ich hoffe, dass die Leute dann schlau genug sind, in die Apartments zu ziehen. Wir haben schön viel Geld bekommen. Wunderbar. Okay. Ich hoffe, das passt jetzt so. Obdachlose Familien immer noch 33. Eigentlich müsste das jetzt deutlich runtergehen. Ich meine, gut, Arme können natürlich nicht in Apartments wohnen, aber trotzdem. Müssen wir hier noch eine Buslinie etablieren von hier hinten nach da vorne? Also, come on. Das könnte doch auch laufen, oder? Also, Leute. Das muss doch jetzt nicht sein. Gut. Genau. Gesagt, getan. Eine Einwanderungsbehörde. Die erhöht unsere Einwanderungsrate. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wollen wir hier so eine Behördenstraße bauen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vielleicht auch hier direkt am Palast das Gebäude. Oder auch hier hinten eventuell irgendwie so, dass wir hier weitergehen. Gegenüber vom Palast. Vielleicht kann man nicht hier auch weitergehen. So eine Straße erstmal bauen. So vielleicht. Und dann kann man nicht hier die Einwanderungsbehörde hinsetzen. So. Ja, das ist doch ein guter Standort. So, wunderbar. Gut, einmal das da. Und wir können, wenn wir gleich dabei sind, auch gleich das Ministerium bauen. Oh ne, können wir nicht. Kostet 16.000. Okay, okay. Aber eine Botschaft können wir bauen. Das wollen die Alliierten, ja. Die Botschaft finde ich eigentlich sehr, sehr passend, wenn wir die quasi gegenüber des Palastes bauen. Die Frage ist nur... jetzt bin ich mir schon wieder unsicher. Hier in Tropico, die Designfragen, die sind wirklich großes Problem. Wir haben eh nicht genug Geld. Warten wir noch einen Moment. So viel können wir dann doch nicht bauen. Genau, die Einwanderungsbehörde hat jetzt wirklich Priorität. Da kommen jetzt auch die Leute gleich. Wo sind die eigentlich? Hier, oder? Ne, das sind die Busse. Ohne Passagiere fahren die aktuell. Ja, hier einer. Ein Wachmann. Auf dem Weg zu seiner Hütte. Haben wir inzwischen einen stinkreichen? Ne, haben wir nicht. Genau, wir schauen, dass wir hier die Grundqualität möglichst hoch halten, dass wenn jemand stinkreich ist, dass der da auch einzieht. Und dass hier eine Wellblechhütte steht, ist das wirklich... Okay, wir haben Leute gerettet. Ja, sehr schön. Wir nehmen mal das Geld, ja. Und da kommt das nächste Schiff. Herzlich willkommen, die frisch von der Einwanderungsbehörde kommen. Nicht viele Leute überwinden 50 Tests. Ja, eine Anspielung auf die Insel der Tränen, wo alle amerikanischen Einwanderer erstmal hin mussten. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Migration steigt bei Basiseffizienz und wir werden von den Alliierten angegriffen. Wieso das denn? Will ich doch gerade eine Botschaft bauen. Verstehe ich nicht. Oh, ja, weil wir noch keine Botschaft haben, natürlich. Die wollen uns kolonisieren, weil sie uns noch nicht als Staat wahrnehmen. Das ist die Lösung. Oh, also wirklich. Aber wir sind vorbereitet. Wir haben inzwischen eine gut geschulte Armee. Und die werden jetzt auch alle hier rangebracht. Genau, hier kommt ein Soldat auch mit dem Bus. Schön zu seiner Kaserne. Warte mal, könnt ihr da raufkraxeln? Nee, irgendwie nicht, gell? Ja,
Erwartet, warte mal. Checkt ihr, wo die landen? Werden die Alliierten hier anlanden? Direkt bei der Kaserne? Das ist doch was. Okay. Haben die auch nur mit einem Landungsboot, so wie ich das sehe? Haben die sich aufgeteilt? Nee, hier ist auch noch eins. Kritisch. Die haben verschiedene Ziele. Aber natürlich, so können wir den Feind getrennt fertig machen. Wir sollten aber perspektivisch, glaube ich, auch noch mehr Militärgebäude bauen. Ansonsten wird das alles schwierig. Aber vorher noch mehr Industrie, ist es alles, alles nicht so einfach. Warte mal. Genau. Jetzt können die sich nicht entscheiden, wo sie hinfahren, glaube ich. Oder? Nee, die haben noch ihre Kollegen abgeholt wohl. Und unsere Truppen feuern einfach aus dem... aus den Autos. Oh, wunderbar. Sehr schön. Wie könnt ihr eigentlich über diese Hügelkuppe ziehen? Man weiß es nicht. Jedenfalls jetzt, Oh Gott. Da kommen sie, die Feinde. Wie ist eigentlich das mit dem Gebäude? Sind da die Einstellungen immer noch gespeichert? Ja, sind sie. Sehr gut. Kohleaufbereitungsanlagen. Zwei offene Stellen. Ja, das nehmen wir. Kanarienvogel, natürlich. In jeder einzelnen Mine. Wunderbar. Können wir den Ölbauturm noch irgendwie verbessern? Nee, können wir nicht. Ist die Frage. Hier, wir haben auch Fisch und Meeresfrüchte. Wunderbar. Im kleinen Laden. Dadurch steigt auch da die Zufriedenheit dramatisch an und wir haben über 50%. Wunderbar. Oh Gott. Ah ja, hier die motorisierten Einheiten sind schon angekommen. Und die Holzfäller fällen fleißig. Die Bäume, die von Stonehenge, durch Stonehenge wachsen. Oh Gott. Unsere Truppen wurden besiegt, aber natürlich die nächste motorisierte Einheit ist da. Und die scheint dann auch den Feind niederwerfen zu können. Wir brauchen echt ein zusätzliches Militärgebäude. Diese Kaserne reicht wirklich nicht aus. Und da brauchen auch alle einen Highschool-Abschluss. Die Stimme Tropikos mahnt alle Bürger Tropikos zur Wachsamkeit. Ja, ist gut. Und kauft Kriegsanleihen. Okay, wir haben Obdachlose, und zwar vor allem Arme. Und deswegen müssen wir, glaube ich, mal hier das Armenviertel ein bisschen erweitern. Die Absteige ist natürlich schön, die bietet Platz für 9 Haushalte. Das ist mehr als in der Baracke. Also streng genommen ist die Absteige wahrscheinlich sogar die platzgünstigere Alternative. Genau. Oh, ich liebe die Musik. Wirklich. Kann ich vielleicht mal erzählen, ich hatte eine Studioaufnahme mit meiner Big Band im Sommer letzten Jahres. Und dann kommt einfach jemand her und wir unterhalten uns halt so über Musik und so und essen dann auch in den Pausen zusammen. Und dann kommt einfach einer und macht Musik an, wie man es halt so macht. Und dann ist es einfach der Tropico-Soundtrack und ich traue meinen Ohren nicht. Und dann so, ja, es gibt da so ein Computerspiel, das heißt Tropico und das hat so einen geilen Soundtrack und macht die Musik an. Und ich denke mir erstmal so, das Spiel kenne ich auch. Wunderbar. Kleine Anekdote, Schwank aus meinem Leben. Oh, sehr schön, diese Rettenüberfälle, wunderbar. Unsere Bevölkerung explodiert förmlich, wunderbar. Ah, sehr schön. Schaut es euch an. Von unter 200 letztes Jahr auf knapp unter 300 jetzt. Sehr gut. Auch die Immigration geht weiter. Was wir jetzt brauchen, sind natürlich... wir brauchen noch mehr. Oder? Die Absteige ist noch nicht gefüllt. Vielleicht sollten wir eine zweite Buslinie bauen. Von hier hinten irgendwie. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir könnten auch mal anfangen, ein Parkdeck zu bauen, dass tatsächlich auch Privatautos bei uns unterwegs sein können. Gerade hier oben wäre das doch eine Idee. Irgendwo so in zweiter Reihe, dass das nicht so präsent ist. Ich bin mir nicht sicher, wo das sinnvoll ist. Ja, vielleicht hier so, ja. Es sollte halt nicht zu präsent sein und gleichzeitig trotzdem zentral genug, dass es sich für die Leute lohnt, mit ihrem Privatauto hier anzureisen. Und dann schauen wir mal. Wir können noch weitere... Hier eine Busgarage, genau. Okay, so. Und...
Raji ist zu fett, ja. So, vielleicht noch, genau. Können wir zwei weitere Busgaragen etablieren, dann haben wir hier eine ohne Linie aktuell. Freie Fahrt, genau. Der öffentliche Personennahverkehr in Tropico ist natürlich, in Neopolis ist natürlich kostenlos. Okay, wunderbar. Ihr seid arm, ja. Ihr seid auch arm. Wir haben doch euch hier Sachen gebaut. Eine Absteige. Wieso nehmt ihr die nicht? Verstehe ich nicht ganz. Gut, wir haben jetzt ein bisschen Geld. Erstmals. Was wir jetzt... Warte mal. Stopp. Was wir jetzt bauen können. Genau, das Ministerium. Das wollten wir bauen. Ich glaube, das werden wir direkt hier neben dem... Gegenüber des Palastes setzen. Mit so einer Doppel... So einem Doppelministerium auf dem Palast gerichtet, glaube ich. Das ist doch was. Es gibt hier keinen Mittig, gell? Oder? Das ist eins zu weit unten, das ist eins zu weit oben. Ganz in der Mitte geht nicht. Bauen wir es hier hin. Ministerium gibt nette Boni. Das finde ich immer sehr wichtig. So. Die Luxusvilla, ja. Die kann man auch modernisieren zu so einer modernen Luxusvilla. Aber alles zu seiner Zeit. Genau, die Absteige ist jetzt auch gut gefüllt. Was haben wir für Rückgänge? Schlechte Gesundheitsversorgung? Okay, aber wir haben hier zwei Kliniken. Eigentlich soll das kein Problem sein. Genau. Betäubung sollten wir vielleicht noch einführen. Der Mitarbeiter des Monats hat Level 2 erreicht. Und wir haben 44.000 bekommen. Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Oh, das freut mich. Okay. Sorgen wir für unsere Obdachlosen. Wir haben immer noch so viele leerstehende Wohnungen. Auch in so einer Baracke. Wo eigentlich? Hier. Verstehe ich nicht ganz. Warum die das nicht erkennen als... als gut für sie. Okay. Dann machen wir einmal den hier und einmal einen Endpunkt hier. So. Gut. Und welche Linie auch immer diesen Endpunkt hat, das ist diese hier, die kann dann den Endpunkt ein bisschen verschieben nach da drüben. So. Dann haben wir hier zwei Linien, die hier rüberführen. Dann müssten, glaube ich, die Leute jetzt zufrieden sein und hier sich angenommen fühlen und einziehen. Und dann können wir hier eventuell auch noch ein Parkhaus bauen. Und in der Innenstadt sollten wir auch noch eins bauen. Vielleicht sogar hierhin tatsächlich. Irgendwie so. Wirklich zentral, damit die Leute auch wirklich ihr Auto nutzen können. Vielleicht noch hier hinten. Ich bin mir nicht ganz sicher, solche Parkdecks, wie effektiv die im Endeffekt wirklich sind, aber es kommt mir schon wichtig vor, dass die Leute auch ihr Auto nutzen können. Hier in die Ecke. Man kann jetzt nicht sehen, wie viel Autos da drin geparkt sind oder so. Das ist ein bisschen doof eigentlich. Der Unterhalt ist jetzt nicht so hoch, deswegen alles gut. Ja, die Bevölkerung nimmt weiter stark zu. Sehr, sehr gut. Rückgang nach wie vor durch schlechte Gesundheitsversorgung. Also da brauchen wir wahrscheinlich ein Krankenhaus. Besser wird's nicht mehr. Der Rettenüberfall wurde abgeschlossen. Wunderbar. Dadurch weiter Bevölkerung. Also da, dieses Retten viele, das ist wirklich sehr, sehr gut. Machen wir weiter. Die Frage ist natürlich jetzt, reicht die Highschool? Weil jetzt dadurch, dass wir viele retten, brauchen natürlich auch viele hier Bildung. Das ist ganz klar. Ja, ja, ist gut. Dann machen wir mal Folgendes. Bauen wir eine zweite Highschool und eine Uni. Wo ist denn das? Medien und Bildung heißt das. Uni. Ja, Universität. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein ziemlich großer Klotz, aber natürlich auch ein schönes Gebäude und auch wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass wir das tatsächlich hier oben irgendwie hinbauen. Dass wir das so als Art Elite-Gebäude auch handhaben. Oder wir bauen es natürlich einfach hier wirklich in die Innenstadt. Oder wir bauen zwei davon. Das können wir natürlich auch machen. So eine für die Bürger und eine für die tropikanische, neapolitanische Elite. Das ist eine gute Frage, wo wir die hinbauen. Wir könnten sie natürlich auch hier hinbauen und hier die Apartments nochmal abreißen.
Das finde ich fast gerade die eleganteste Lösung. Das ist natürlich, es tut mir ein bisschen leid für die Familien, die da sich jetzt das gemütlich gemacht haben, aber es muss eben einem höheren Zweck weichen. Die Universitäten sind wichtig. So. Gibt nur eine Art und Weise, wie das hier hingeht, und das ist so. Okay, dann schauen wir, dass wir hier so einen kleinen Campus bauen vielleicht. Hier geht auf jeden Fall eine Straße hin und wir schauen mal, dass wir hier vielleicht eine größere Parkanlage oder so bauen. Hier ein 3x3 Park, nee. 2x3 Park. Geht auch nirgends hin. Okay. 2x2. Nein, okay. Verdammt. Jetzt hör doch mal auf zu pausieren, wenn ich hier... Wahnsinn, so. Okay. Schauen wir, dass wir hier einen Park zumindest bauen. So. Einmal das. Warte mal. Du willst hier keinen 2x2 bauen, aber 2x1er gehen? Das kann doch nicht sein. Doch, geht doch. Was ist denn hier das Problem? Also. Wenn sich der Nebel mal lichtet. Was ist das hier? Eine Statue von irgendeinem Freiheitskampf. Ja, das ist doch sehr passend hier. Das ist gewissermaßen die Militäruniversität, wenn man so will. Oh, sehr gut. Ah, das passt doch perfekt für so einen Campus. Kann man gleich die Jungs und Mädels natürlich auch indoktrinieren. Und dann hier die andere Seite des Unilebens. Da passt jetzt vielleicht sogar mal dieser komische Hase oder Esel oder was es ist. Wunderbar. So. Gefällt mir nicht so gut. Vielleicht muss das Apartment hier auch noch weichen. Hier könnten wir auch noch Parkanlagen bauen. Mhm. Ja, passt. So. Die Neapolitanische Universität wird hier eingerichtet. Und wir brauchen, glaube ich, hier Studentenunterkünfte, kann das sein? Das wäre eigentlich auch eine coole Sache. Wir, glaube ich, warte mal, das machen wir jetzt. Wir reißen hier nochmal das Apartment ab und bauen hier direkt davor noch eine Baracke. Und das wird, die wird auf mittellos gestellt und das werden dann die Studentenunterkünfte. Da können Studenten quasi kostenlos wohnen. Da bauen wir noch einen Park hin. Ah, ihr merkt, ich bin ganz begeistert, wenn es um die Universität geht. Muss hier was ausleben, was ich im Real Life nicht gescheit ausleben kann, weil ich eben... Ah, super. Weil eben die Universität natürlich zu ist. So, und hier nehmen wir, stapelt sie höher. Das heißt, hier können auch Mittellose rein. Und es kann natürlich passieren, dass hier Studenten tatsächlich mittellos sind. Und dementsprechend, das ist quasi unsere Studenten-WG. Wunderbar. Ich würde mir echt wünschen, dass man Gebäude umbenennen kann. Vielleicht kann man das auch. Bin ich ganz sicher. Das Gebäude ist pausiert. Nein, nein. Ausländische Mächte greifen schon wieder an. Ach, kommt schon. Wir wollen doch hier nur Frieden und Freude und Eierkuchen. Vielleicht sollten wir denen echt mal Botschaften bauen. Das Ministerium ist auch fertig. Sehe ich gerade. Wunderbar. Und wieder wurden Leute gerettet. Ah, okay. Ministeriumsmenü öffnen. Also, es gibt 5 Ministerien. Bildungs-, Verteidigungs-, Wirtschafts-, Außen- und Innenministerium. Da können wir jetzt immer schauen. Religiöse Fraktion? Nee. Erhöht die Anzahl von Plätzen von Highschool und Universitäten um 2 pro Lehre. Das ist doch eine nette Sache. Minus 10% Effizienz von Bildungsgebäuden. Absolventen werden Militaristen. Nee. Oh, nein, nein, nein. Wir wollen natürlich auch Mittellose hier Zugang zur Bildung geben, ganz klar. Also wir nehmen den Kommunistenkandidaten. Ich glaube, der passt in dem Fall ganz gut. Haben wir die auch eingebunden, wenn man so will. Und das Coole ist, diese Bürger arbeiten dann tatsächlich in der Universität, im Ministerium. Und das sind tatsächlich faktische Bürger, die es wirklich gibt auf der Karte. Und das finde ich so cool einfach, dass das auch so gelöst wurde. Ach, das ist anders als in EO4 oder so, wo dann der General einfach der General ist. Ist hier dann tatsächlich ein Pop, den man nachverfolgen kann. Man kann dann tatsächlich die Arbeit dieses Menschen dann verfolgen. Wunderbar. So, hier Alba Wolf, Polizei, Wachen, Infanterietruppen. Weiß nicht. Minus 10% Unterhaltskosten von Militärgebäuden oder ein Broker-Kandidat. Gehe ich lieber auf die Unterhaltskosten. So militärpolizeimäßig wäre das hier. Nee, gehen wir auf die Unterhaltskosten und haben im Endeffekt wahrscheinlich dann mehr. Finde ich gut. Wirtschaftsministerium.
erhöht die Effizienz von Gebäuden auf Höchstbudget um 7%. Ich weiß nicht, ob das skaliert, also ob es dann auf mittlerem Budget um 5% ist und auf niedrigstem Budget um 3%. Das wäre natürlich was. Oder ob das nur auf Höchstbudget halt ist. Aber es erscheint mir hier das Beste zu sein. Auch die Kapitalisten sind da mit dabei. Die haben wir jetzt sogar zweimal. Geht hier noch ein Militaristen und Broker. Erhöht die Effizienz von Überfallgebäuden um 5%. Ja, finde ich gut. Broker bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Und hier Innenministerium, entweder religiöse oder Kommunisten. Auch hier nehmen wir, glaube ich, wieder die Kommunisten. Arbeitsqualität, alle Gebäude um 2. Wunderbar. Sehr schön. Machen wir, ja. So, wir werden jetzt auch von den Alliierten angegriffen. Es scheint ein großes Missverständnis zu sein. Heieiei. Ist natürlich nicht gut. Hier, das Bergwerk wurde zerstört. Okay, das bauen wir natürlich wieder auf. Ganz klar. So. Und dann schauen wir mal. Wir haben ja jetzt durchaus Wohnraum vernichtet hier. Ich hoffe, dass das nicht allzu schlimm ist. Warte mal, wir haben 31 Arbeitslose, obwohl wir die Uni gebaut haben. Die Highschool ist eigentlich auch ganz gut besucht. Die zweite Highschool, glaube ich, ist aber nicht zu rechtfertigen. Gut. Warte mal. Also, obdachlose Familien 81. Sehr viel Mittellose auch. Krass. Ja, die ganzen Leute an der Universität halt. Ne? War schon gut, dass wir da so ein Studentenwohnheim etabliert haben. Wunderbar. Stapelt sie höher. Ansonsten hier im Hafenbezirk gibt es auch noch eine Baracke mit Stapelziehhöhe. Hier können wir auch noch eine mit Stapelziehhöhe machen. Wunderbar. Okay, und da kommen die feindlichen Infanteristen. Die wollen wieder hier jetzt... Oh, die wollen die Absteige zerstören. Das ist sowas. Was sind das denn für Leute? Diese Imperialisten. Also wirklich... Wahnsinn. Da schaffen wir Wohnraum und sie zerstören ihn. Apropos Wohnraum, wir sollten wieder welchen schaffen. Ich bin mir nicht sicher. Also rein technisch gesehen wären natürlich die Absteigen irgendwie das günstigere. Hoppala. 9 Haushalte. Machen wir mal so. Da eine Absteige, dann können wir hier noch eine Baracke bauen. Das ist wirklich unser Elendsviertel hier. Gut. Und dann können wir hier weitere Apartmenthäuser bauen. Vielleicht hier. Irgendwie so. Bin nicht ganz sicher. Ich meine, die Straße hier müssen wir natürlich auch nicht durchziehen. Da könnten wir das Apartment hier so reinhauen. So. Dann hier noch eins. Oder wir bauen hier halt 2 einfach hin. Machen wir das mal so. Gut, das ist wirklich jetzt hier Stadtzentrum. Das wird hier jetzt zugebaut. Ich bin mir nicht so ganz glücklich. Der Punkt ist, dass wir natürlich hier auch eine Straße durchbräuchten eigentlich. Warte mal. Genau. Dann bauen wir hier die Straße. Deuten wir die mal hier an. Und dann können wir hier das Apartmenthaus so bauen. Sobald die Wogen sich geglättet haben. Hallo. Platz bereits belegt. Ja, natürlich. Das sehe ich. Ach, komm schon. Lass mich doch jetzt hier bauen. Mein Gott. Was soll das? Schmarrn. Hier, Wohngebäude. Apartmenthaus. Geht doch. So, wunderbar. Ausländischen Mächte greifen an, aber wir sollten die Oberhand behalten. Ganz klar. Da hat niemand was zu melden. Wollt ihr denn hier in Neopolis einmarschieren oder was? Sowas. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regiert werden. Wie egoistisch. Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Wir werden natürlich eine großartige Rede halten, wie immer. Das wird dann immer so reingezoomt, gell? Das ist ja voll nervig. Das muss ich, glaube ich, auch mal ausschalten. Nehmen wir mal die Spaßzufriedenheit raus. Wir loben eine Fraktion, die Kapitalisten mal wieder. Wir beschuldigen
keine Supermacht. Wir verbessern Versprechungen, genau. Versprechen Verbesserungen. Jetzt muss ich mir kurz was trinken. Wo eigentlich? Wohnungszufriedenheit vielleicht. Dazu sind wir ja gerade eh am Verbessern. Und halten unsere Rede. Wunderbar. Tropico. Ja. Liebtes Heimatland. Mein verehrendes Volk. Hoppala. Mit Bedauern habe ich euch schuften sehen. Doch vertraut mir, El Presidente. Euer Kummer wird bald Geschichte sein. Ist mein Volk gelangweilt? Niemand hört zu. Presidente unterhalten. Nichts macht mehr Freude. Lasst Presidente eure Freude. Oh Gott, oh Gott. Ihr könnt das Leben nicht genießen. Schneller laufen lassen, dann kommen mehr Leute wahrscheinlich. Euch genießen. Unser anhaltender Wohlstand wird von den Kapitalisten unterstützt. Wir danken. Wir sind dankbar für die vielen erfüllenden Arbeitsplätze, die ihr für mein Volk schafft. Und für eure progressive Einstellung zur Besteuerung. Auf was könnt ihr euch in den kommenden Jahren freuen? Bessere Wohnungen, schrägere Dächer. Warte mal, der läuft jetzt einfach weg. Achso, weil ich ja wahrscheinlich wegen dem schneller laufen lassen. Und jetzt muss ich wieder hier das in den Griff kriegen. Nee, ist nicht richtig. Oh Gott. So ungefähr, ja. Nee, ist noch nicht optimal. Ja, so ungefähr. Ja, Viva Tropico. Oder sollte man sagen, Viva Neapolis. Wir werden schon wieder angegriffen? Wo fahrt ihr denn hin? Ach was. Was habt ihr denn vor? Das ist sowas. Ah, diese verdammten Imperialisten. Unglaublich. Warum nehmt ihr nicht den direkten Weg? Hier gibt es eine Straße. Muss mir auch mal eine erklären. Na gut. Ich denke aber, das war's dann mit dieser Folge. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. War doch wieder sehr interessant. Wir haben jetzt tatsächlich eine Universität, die auch sehr gut genutzt wird. Krass. Vielleicht muss man doch mal drauf achten, dass man ein zweites Gebäude von jeder Art baut. Das machen wir dann nächstes Mal. Bis dann. Macht's gut und Servus.